Heute gucken wir uns mal zusammen Arena Breakout Infinite oder Infinite wird es wahrscheinlich ausgesprochen an. Das ist ein Extraction Shooter aka Escape from Tarkov. Meines Erachtens zehnmal geiler, weil man dort die Map hat. Man sieht, wo man raus muss. Man sieht ganz klar, was man zu tun hat. Es ist free to play. Es ist einfach das Escape from Tarkov in 10-mal angenehmer und für jedermann eigentlich, der nur ansatzweise irgendwie was treffen kann. Also ich habe jetzt hier schon... Oh, lass mich nicht lügen. Warte mal, kann man das sehen? Ich glaube, das kann man sehen. 24, boah, ich wollte 20 sagen. 24 Raids bis jetzt gemacht. Ja, und man sieht jetzt, ich habe bis jetzt 4 Millionen erbeutet. Ist auf jeden Fall richtig nice. Macht mir auf jeden Fall mega Laune, das Game. Ja, da dachte ich mir, schauen wir heute mal rein. Zur Erklärung, du hast halt wie bei Escape from Tarkov, auch wenn man das jetzt immer wieder so als Vergleich nimmt, es gibt ja auch tausend andere Extraction-Shooter, die das gleiche Prinzip haben. Du hast halt einen PMC, Agenten, whatever, ich weiß gar nicht, wer sich hier schimpft. Ja doch, hier heißt es Agent sogar. Und dann hast du hier den Geheimeinsatz als Kämpfer mit Zufallsausrüstung. So viel dazu. Also ich bin jetzt auch kein ultimativer Profi. Ich habe schon den einen oder anderen Extraction Shooter gezockt. Aber ich habe auch schon hier den einen oder anderen sehr nice Kill gemacht. Unter anderem heute Mittag waren da zwei, drei sehr geile dabei. Da ist einer. Boah, Digga, da unten ist ein ganzes Team. Wo ich auch aufgenommen habe nebenbei. Mal gucken, vielleicht wenn sich da so ein paar jetzt über den heutigen Stream oder sowas noch ergeben, mache ich da vielleicht so ein kleines Highlight raus auf YouTube und lade das da hoch und dann, wenn ihr Bock habt. Wenn irgendjemand da ist, ich weiß nicht, ob Alex sowas schon mal gezockt hat, du spielst quasi jetzt mit einer Leihfigur, der kannst du alle 15 Minuten, also du kannst mit dem rein. Egal ob du stirbst oder überlebst, alle Sachen, also wenn du überlebst, alle Sachen, die du erlootest und dabei hast, behältst du. Kannst dann verkaufen oder halt für deinen Agenten dann ausrüsten, um mit dem weiterzuspielen. Wenn der, egal ob du stirbst oder überlebst, du musst 15 Minuten warten, bis du quasi die nächste Runde mit der Leihfigur, mit dem Kämpfer, dann wieder spielen kannst. Also das ist quasi einfach für Leute, die einfach irgendwann kein Geld mehr haben. Dann kann man hatte quasi immer eine Option zu spielen, doof gesagt. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen mit dem Loadout, würde ich sagen, eine Runde in Tal rein. Ranked natürlich. Weil mit der SKS kann man ganz gut schneiden, würde ich sagen. Und dann hoffen wir mal, dass wir den einen oder anderen... Ja, anscheinend wäre noch cool gewesen. Egal. Den einen oder anderen Kill rausholen. Eins, zwei, drei, vier. Na 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 na. Bin ich da? Boah, ich muss einmal quer über die Map latschen. Das für ein gottloses Scope. Draußen vom Optiker. Halbe Bildschirm einfach eingenommen. Ich wüsste halt echt gerne, ob die Möglichkeit besteht, dass man da relativ close nebeneinander spawnt. Das wäre jetzt schon echt cool, wenn hier einer so komplett loadout einfach stehen würde. Ich hier mal eben
wegschuben könnte. Das ist erschrocken, Digga. Wenn ich das nicht so ausspreche, kriege ich mir am Bein rein. Das wäre krass gewesen. Ich muss halt wirklich darauf hoffen. Als erstes jemanden zu sehen. Aber mit dem riesen Scope. In einem Close Fight. Ciao, Kakao. Ich meine gerade irgendwas gehört zu haben. Auf jeden Fall von hier oben. Schon gut weit. Keine Ahnung, wie weit kann man bei Minecraft sein? Ich weiß nicht, ob man da oben lang kommt. Was, so weit, dass der Mod so auch einfach wird wahrscheinlich. Der ist safe genau über mir, Digga, der knallt mich jetzt so weg. Digga, überall sind Sounds und ich bin wieder mitten drin. Ja, ich hab so eine scheiß Position. Ich will jetzt auch keinen Mucks machen. Mäuse, mach mal Piep.
Digga. Piss dich. Mal schnell deine Waffe, Bibi. Headshot. War gut gespielt, das müssen wir lassen. Ich muss wirklich sagen, die Scuffs, die bewegen sich schon gut. Das ist schon sehr, sehr, sehr schwer rauszuhören, ob das jetzt Spieler oder Scuffs sind. Ich hätte schwören können, so wie der da oben rumgeschlichen ist, dass das ein Spieler ist. Real Talk. Was gab's? Der hat auf jeden Fall einen guten Hit gekriegt. Aber rechts von mir war auch noch was. Das sind auf jeden Fall Spieler. Maybe habe ich nochmal getroffen. Bin gesehen. Scheiße, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Fadenkreuz nicht gesehen. Auf seinem Kopf. Da war er. Deine pusht mich. Habt ihr gesehen, was da für eine dicke Wumme in der Hand hatte? Jetzt wollen sie es aber wissen. So leicht mag ich es euch nicht. Eine Gasgranate geworfen, der Hund. Meinst du echt, das ist eine Schere? Ja, könnte das sein, ja. Ja, jetzt kriegen sie Lack da oben. Ich hab bei dem einen Shot habe ich einfach seinen Kopf nicht gesehen, wegen Kack-Fahnenkreuz. Boah, es macht so Bock, dieses Spiel, ne? Holy moly, Alter. Es ist einfach so viel geiler als Tarkov. Also wirklich jedem, der Tarkov gerne spielen würde, es aber einfach nicht kann, weil man dafür eine Ausbildung braucht, spielt das Spiel hier. Real Talk. Scuffs sind, Computer. KIs. Kann ich dir gleich genauer erklären, Armin. Aber grundlegend ist es genau das.
Ja, weiß nicht. Weil man die auch selber spielen kann. Deswegen sagt man das nicht. Ja, da stimmt, auch einen guten PC, ja. Alleine schon, Digga, sollte ganz ehrlich sagen. Weißt du, was das Beste ist? Das hier. Guck mal, ich kann da raus. Ich kann mir da einen Marker setzen. Bei Tarkov müsste ich jetzt wieder auf 16 Monitoren jede Map aufhaben. Und dann musst du merken, okay, hier ist der Strand. Und ach, Junge, ich brauch's dir nicht erklären. Du hast es selbst gespielt. Da sind sie. Einen habe ich. Einen habe ich, Junge. Jetzt Angriff. Warte mal, welcher Berg war das? War das der oder der andere? Der andere, ne? Der hier. Das sind drei insgesamt, Bro. Das sind nochmal zwei gewesen. Junge, warum spiele ich auf einmal genug gegen Trios? Scheiße, ich war eine Sekunde zu spät. Da hätte ich den einen auch gehabt auf Block. Aber genau, Armin, wie schon Danny schreibt, man kann Scarfs auch selber spielen. Okay, sie haben mich gespottet. Lass ich die jetzt liegen? Ich glaube, es wäre schlauer, die liegen zu lassen. Ich habe mein Glück jetzt lange zurück, mein Glück lange genug, wie sagt man das? Rausgekitzelt, keine Ahnung, alle neu finde ich das Wort nicht. Ich denke, das reicht. Er ist auf jeden Fall komplett dead. Ich habe ihn scheinbar noch gefinished. Gut abgeschätzt, meine Schüsse, muss ich sagen. Pops an mich selbst. Will ich mal hier in GG im Chat sehen. Die Frage ist halt, die kommen bestimmt gleich irgendwo hier runter. Ich weiß nicht, ob man hier runter kann. Aber irgendwo hier wird man bestimmt wieder runterkommen. Ich kenne die Map halt auch nicht so gut. Ah, wie neu. Schade, mit der Mosin hätte ich zwei davon schon down gehabt. Oh, da oben ist aber auch jetzt richtig Action, ne? Das Magazin was wert. Das hier, Digga, 200. Was soll ich damit? Kann ich meine Munition nochmal nachfüllen? Ist da irgendwo was nachzufüllen. Aber komm, ey, der eine Schuss, der war echt gut. Ich habe ihn direkt gelegt und dann direkt auch noch gefinished. Obwohl ich keinen Blick auf ihn hatte. Aber das Fadenkreuz ist auch kacke. Man sieht einfach sehr schwer, finde ich, so, gerade wenn man dann irgendwie in Action ist, halt die Mitte des Fadenkreuzes. Von hier. Stimmt, aus der Hütte da raus, ne? Oh, sorry. Scheiße. Wollte ich nicht. Warte, wenn es gehört hat, also. Oh, da ist er doch. Ist was leer. Ich habe keine Munition dafür, Männer. Boah, schwierig. Gehe ich mit der Muni jetzt da rein oder nehme ich schnell den Scuff da? Ah, ne. Kann ich eigentlich nicht bringen.
Definiere grundsätzlich. Also, der Armin zum Beispiel, der spielt schon viele Sachen so mit, ja. So vor allem auf den Multiservern. Ja. Und alles andere eigentlich frei nach dem Motto, wenn man die Leute ein bisschen kennt und sowas, würde ich das tatsächlich auch mal in Erwägung ziehen, ja. Mit dir. Ja, warte mal. Da kann ich schnell eine Waffe ziehen. Das ist eine gute Position, wo der liegt. Nö. Wie gesagt, wenn die Leute jetzt ein paar Tage mal da waren oder sowas und man sich schon so ein bisschen kennt, habe ich da eigentlich nichts gegen. Bei solchen Spielen wie Valorant oder sowas, da würde ich jetzt sagen, ja, kann von mir aus jeder mitmachen, der dann eben da ist oder sowas. Aber im Groben und Ganzen habe ich da eigentlich gar nicht immer mit. Wer ist denn mit der Pisse hier rumrennen? Ich wüsste es auch keinen Grund dafür, warum man das nicht machen sollte. Mein Gott. Ich spiele nahezu kein Valorant. Eigentlich gar kein Valorant. So. Ich spiele das meistens nur aufgrund der Community so ein paar Mal. Habe ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht, sogar tatsächlich auch mit Zuschauern, weil sie es halt gewünscht haben so. Ja. Aber hier dieses Spiel, was ich für ein. Da hinten lief einer. War das ein Scuff oder war es ein Spieler? Das Spiel, was ich für ein meinte, was auf meinem YouTube-Kanal war. Ah, siehst du? Boah, hab ich Augen, oder? In das Spiel, was ich vorhin meinte, was auf meinem YouTube-Kanal war. Wenn das jetzt released wird, werde ich auf jeden Fall auch ein paar Runden reingehen. Also da können wir dann auch gerne so ein paar Runden mit der Community zocken. Aber grundsätzlich habe ich auch gegen Valorant oder sowas gar nichts. Das Problem ist halt bei solchen Spielen, bin ich dir auch ganz ehrlich, was mich daran abfuckt, man trifft da einfach nichts. Ich möchte nicht von mir behaupten, dass ich ein guter Shooter-Spieler bin. Ich würde mich schon gut über den Durchschnitt schätzen. Klar, wenn ich natürlich jetzt dann, so wie, ich meine jetzt, ich spiele jetzt auch das erste Mal wieder seit längerem so Shooter, also das Spiel jetzt hier. Ja, genau. Spectre Divide. Oder Divine, wie auch immer. Aber wenn ich dann eine längere Zeit Shooter spiele, es gibt genug Clips und Videos auf YouTube oder sonst was auch, wie auf Twitch, da sieht man, dass ich spielen kann. Aber bei Valorant oder bei Counter-Strike, da geht nichts rein. Das fuckt mich halt einfach ab. Und das hast du zum Beispiel bei dem Spectral Divide, hast du das überhaupt nicht. Alleine schon, weil du da einen Scope hast. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt einen Scope brauche, damit ich irgendwas treffe. Aber da, keine Ahnung. Die Runde auf YouTube kannst du gerne angucken, wenn du möchtest. Ich habe, glaube ich, 18.5 oder so gespielt. Und da siehst du halt, das Spiel ist neu. Ich habe es vorher noch nie gespielt. Das war meine allererste Runde. So eine Runde kriegst du bei Valorant einmal im Jahr hin. Gefühlt. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das mag ich halt einfach nicht. Und deswegen werde ich bei diesen Art von Spielen halt auch mal sehr sauer. Deswegen spiele ich das ungern. Ich kann verlieren, auf jeden Fall. Wenn ich schlecht spiele und das nachvollziehbar ist für mich, bin ich damit fein. Aber bei Valorant, keine Ahnung, ist das komisch. Einer steht mit dem Rücken zu mir, ich schieße den an, er dreht sich um und gibt mir One-Shot. Bupp. Na klar. Hat vielleicht Glück gehabt, hat mir einen Headshot gegeben. Alles fein. Aber immer schwierig. Boah, habt ihr die Schattenbildung oben am Schrank gesehen? Nice. Boah, das sind so Sachen, die mag ich mal sehr an Spielen, so Kleinigkeiten. Übel cool. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Ja, ist so. Komplett.
Wie gesagt, ich habe auch an sich nichts gegen die Spiele. Ich spiele die auch mal hin und wieder gerne, aber dann, wenn sich da wirklich genug Leute finden lassen würden, hier der Alex zum Beispiel, der spielt das auch gerne. Wenn du jetzt dann auch mal eine Zeit lang da bist oder sowas und du sagst, du spielst das auch gerne, können wir dann mit Sicherheit mal einen Tag ausmachen, wo wir dann mal ein paar Runden zusammen dann. Jetzt hat er viele Geräusche gemacht. Er hat sich richtig erschrocken. Da lässt sich mit Sicherheit irgendwas machen. Ja. Ja, ist abgeprallt, ne? Stimmt, wer zu das saß? Wo ich das so gerade Zeitlupe vor meinem Auge nochmal abspiele. Hast du recht, ja. Ich sollte fast mal langsam so richtig mein Ziel darüber gehen, ne? Sag mal, spiele ich jetzt eigentlich gerade als Scuff oder spiele ich als PMC? Ich spiele als PMC. Also als. Ich war jetzt gerade voll im Scuff-Modus. Und ich habe mich gerade noch gedacht, Digga, warum schieße ich eigentlich die ganze Zeit die Scuffs ab? Ich hätte mir vielleicht mal noch eine Waffe mitnehmen sollen von denen. Ja, ich sehe mich. Ich sehe mich. Ja, ist so. Alles für den Content. Alles, was ihr seht, dient zur Unterhaltung. Wo warst du denn, kleiner Drecksack? Hab dich nicht gesehen. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ja, kannst du gerne machen. Alter. Der muss irgendwo. Der muss irgendwo hier sein. Wo soll er sonst irgendwie Schussrichtung auf mich haben? Ja, voll. Tarkov ist absolut Schrott. Da hörst du keine Steps vernünftig, da hörst du... Ach. Ich habe Tarkov wirklich super, super, super gerne gespielt und sowas, aber... Das musst du einfach jeden Tag und das 4000 Stunden am Tag spielen. Ja, ich trinke schon, danke. Ich wollte mich eben nur kurz heilen. Das macht einfach keinen Spaß. Oh, alleine schon die Map und sowas. Du musst jede Map auswendig kennen. Dann fokussierst du dich sowieso nur auf einer Map und... Ach, weiß ich, ist doch alles Hammelrand, sowas. Ich will spielen. Ist schon alles schön und gut, dass man sich mit dem Spiel auseinandersetzen muss. Bin ich vollkommen fein mit. Auf jeden Fall. Aber dann sollte es dabei auch bleiben. Und ich glaube, dass das Spiel hier auch eine gute Konkurrenz sein wird. Sag ich dir ehrlich. Obwohl das. Ne, warte mal, das macht keinen Sinn. Wie viel ist das wert? Ach Digga, das ist nur ein Tausender wert. Weg damit. Ich nehme noch ein Mac mit. Aber warte, wir machen das eben so. Hopp, hopp. Und das dann da rein. Alright. Ja, safe. Ich weiß ja nicht, was da kommt.
aber noch ein paar Sachen, die auch noch freigeschaltet werden, wahrscheinlich im Level. Dementsprechend bin ich da echt mal noch gespannt. Oder ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auch gar nicht freischaltbar ist. Weil im Hauptmenü sind ja oben noch ein paar Reiter gelockt. Irgendwo hier waren gerade Schüsse. Da ist einer. Kann ich den jetzt weg oder beobachte ich ihn lieber erstmal, ob der weggeschossen wird? Ich glaube, das zweite ist schlauer. Die Sache ist halt, ich muss auch hier langlaufen, ne? Warten wir ein paar Sekunden. Die Sache ist halt, glaube ich, jetzt am Strand lang. Oder hier lieber am Rand vom Wald. Man hat hier halt links gar keine Deckung, ne? Schwierig. Ein Popometer sagt, dass das die letzten Meter hier werden. Und das finde ich zum Beispiel auch cool. Dass wenn du jetzt irgendwie trinken oder dich heilen musst, dass du einfach V drückst und dann dir einfach die optimalsten Sachen empfiehlt, die du dir reindonnern sollst. Das finde ich auch super. Weil da brauchst du ja bei Tarkov auch erstmal noch eine Arztausbildung, um zu wissen, was du denn jetzt überhaupt brauchst. Dann geht's nach Hause, Armin, morgen, wo? Wo fahrt er los? Neun. Ja, ist so. Das stimmt wirklich. Und wenn man mal überlegt, dass das Spiel eigentlich ursprünglich ein Handyspiel ist, beziehungsweise war, nice. Kann man nichts anderes sagen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich werde schon die ganze Zeit gesehen. Und irgendeiner wartet nur auf den Moment. Ja, alles klar, Armin. Dann genieß den letzten Abend mit den Liebsten und wir sehen uns morgen. In deiner gewohnten Umgebung. Das ist ein Handyspiel. Ja, gibt's aber immer noch. Also es läuft immer noch das Handygame. Ist schon krass, ne? Und das soll sogar gut sein. Ist jetzt nicht, dass das auch irgendwie so ein Schrott oder so ist. Alter! Was war das? Er wollte einfach nicht umfallen. Mein Arm kaputt. Ich kann nichts machen. Oder nimmt er das auch dafür? Tatsache. Okay, warum hat er mir das jetzt zum Beispiel nicht mit V angezeigt? Kann man Doppel-RR machen?
Wie bei Tarkov? Ja, ne? Also das Magazin wegwirft. Das ging irgendwie so schnell, dass ich die Waffe gewechselt habe. Oder habe ich da irgendwie einen Glitch gemacht? Da kam mir das jetzt nur so vor. Er stand auf jeden Fall fies hier. Muss ich echt gestehen. Hast du schon mal eine Erfahrung gehabt mit Ex- no mit Exit Camper? Nice. 15 Kills, Bro. Und zwei Agenten gekillt? Wow, okay. Actually eine geile Runde. In Tarkov ja, aber hast du das auch hier schon gehabt? Tarkov ist ja... Der Factory ist verseucht, das stimmt. Junge, das ist... Digga. Nice, das war eine geile Runde. Die hat Bock gemacht. Sehr geil. Ja gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, machen wir vor heute Ende. Danke fürs dabei sein. Für die Dudes auf YouTube, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und gerne noch ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Schaut gerne auf meinen Hauptkanal auf YouTube vorbei, da gibt es auch schicke Videos in den Kommentaren, beziehungsweise in der Infobox verlinkt. Für die Dudes auf Twitch, schlaf gut, danke fürs dabei sein, danke für die Follows, fürs dabei sein. Ich wünsche euch was. Ciao.